Der Schauspieler Uwe Bohm ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Er begann seine Karriere als Jugendlicher unter der Regie seines späteren Adoptivvaters Haag Bohm in Nordsee ist Mordsee. Im Tatort spielte er mehrere Täterrollen. Erfolge feierte Bohm auch auf der Bühne, unter anderem mit Regisseur Peter Zadek am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg.